Leute, Schwester, dort hat eine Weltgeschichte, einmal war der größte Lederschiff. Lederschiff ist ein, was besonders größte Hand, handgekreierte Stand zu bringen. Ich war von der Umpaarwiese, von dieser, und die Hand über eine solche trüge Sache gemeinsam. Der erste Leder, den ich in Wiese will, ist, der heißt Siddhartha Gautama Buddha. So, heute wie ein Leiter, der hat all vor Christus gelebt, 563 Jahre vor Christus. An der Jahren von Nepal hat er gelebt. Und man ist sich nicht ganz sicher, aber man glaubt, dass er ungefähr in der Zeit geboren ist. Und heute sagt, er ist der Gründer vom Buddhismus, heute sagt der Mensch, zu lernen, dort, will sie können, Frieden mit sich selbst finden, weil sie können Frieden finden für ihr Leben, weil sie sollen diesen Frieden finden auch durch Hand kommen, dass sie vielleicht selbst irgendwann so gute Menschen werden, dass sie selbst jeder werden würden. Das ist eine Lehre. Und das soll man erreichen durch einen besonders guten Lebenswandel. Aber dort trüge wir dort 483 Jahre vor Christus muss heu diese Erde verloten und wird nicht mehr gesehen. Sein Körper, kann sein Widerstahl, sein Körper, der wird dann verbrannt. Und man hat aber, oder man glaubt, einzige Überreste von seinem Körper in das Gebiet zu heulen. Das ist ein besonderes Gebiet, das soll seine Grabstätte sein, und wo seine große Statue ist. Du hält man eins hier von seinen Resten, was alle ewig geblieben sind. Und viele Menschen gehen regelmäßig in diese Städte am Abend für ihre, für das Gröte, was er gelesen hat. 520 Millionen Menschen gehören von der ersten Dachte dieser Religion an. Er hat das Gröte gelesen, er hat das Hand gekriegt, eine große Schicht von Menschen an sich zu tragen. Ein zweiter größter Leder, was ich in der Wiese als Mahoma. Mahoma war ungefähr 470 nach Christus in Mekka, in Saudi-Arabien geboren. Und er ist der Gründer vom Islam. Islam, das dort, wo von der ersten Tag vielleicht ein größter Schrei in der Welt ist. Er soll angeblich von dem Engel Gabriel besondere Offenbarungen gekriegt haben. Da er dann abgeschrieben hat im Koran und da er aus Lied dann wiedergegeben hat. Und er hat dort angekriegt, so viele feindliche Länder töpte bringen durch seine Religion. Von der ersten Tag, der Islamismus ist so groß über die Welt weit verbreitet. Und die Hand, das wird ihn verbindet. Und man schätzt dort von der ersten Tag über eine Milliarde 700 Millionen Menschen zu dieser Religion hier. Aber dort trüge es. Dort an 632 nach Christus auch Mohammed sein Leben verlor. Und sein Grab kann man von der ersten Tag in Mekka sein. Viele Menschen auch durch, jährlich trolle Menschen töp am Abend zu verehren, aus den Propheten vom Islam. Ein dritter größter Lehrer, was ich entwiesen will, ist Mahatma Gandhi. Er lebt all ziemlich Lothar. Er lebte 1889 in Indien, war er geboren. Und er war ein politischer Führer, der etwas so ergerötet erregt hat. Er hat dort angekriegt, durch Frieden, durch Rede, durch Menschen anlade, hat er dort angekriegt, so ergerötete Menschenmenge zu vereinen. Durch Frieden, auf friedliche Art und Weise. Nicht mehr Krieg, sondern er will Indien unabhängig machen mit Frieden und hat dort angekriegt. Er muss so viele Lieder auf sich nehmen und er hat so große Dinge geschafft. Aber dort trüge es. Dort heute Göder Latz und 1948 angebracht wird und sein Grab kommen wir von der ersten Tag auch seine. Auch du, ohne viele Menschen von der ersten Tag haben, am Amt verehren. Diese und verschiedene andere große Leder, die verschiedene Lehren und Praktiken angeführt haben, am Menschen
die haben versucht, Menschen Lösungen anzubieten, wie sie Frieden für ihr Leben fangen. Die haben verschiedene Dinge aufgemerkt, wie sie scheinbar sollen Frieden mit Gott, wie sie sollen Frieden für ihr Leben und wie sie sollen Freiheit am Leben entdecken. So, die haben vieles erregt, aber um eng von ihrem Leben doch versorgt, wenn sie Hand den letzten Feind nicht gewinnen könnt. Der letzte Feind, der uns in diesem Leben begegnet, ist der Tod. Wer den nicht besiegen kann, hat für Jesus gelebt. Wir erinnern uns von der ersten Tag und das Auferstehen von Jesus. Und Jesus wurde auch von vielen Religionen aus dem Gröter Leder anerkannt. Und Jesus hat aber auch so viele Menschen verbunden, hat so viele Menschen erregt. Aber du hast ein Gröter Unterscheid von Arm und alle anderen Leder von dieser Welt. Und dort ist dort Grof. Während alle anderen Gräber von den Ländern immer noch du sind, immer noch voll stinkende Knirkes und Überreste sind, ist Jesus sein Grof ladig. Keine Überreste, nisch, das ist ladig. Auch das letzte Feind, der Tod, kann Jesus nicht dulhüllen. 2. Timotheus 1, Vers 10 sagt, Christus hat dem Tod die Macht genommen. Und er hat dort Leben und Licht gebracht. Das unvergängliche Wesen, er hat dort und Licht gebracht, durch das Evangelium. Und Jesus selbst sagt in Offenbarung 1, 18, habt keine Angst, ich sehe der Erste und der Letzte, ich sehe der Leben. Ja, ich wie Tod und check, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er hat den Schlüssel zum Tod und zu der Hall. Das wird heute gesagt. So Jesus hat diesen Schlüssel zum Tod. Jesus schlägt dem Tod ab, am Wader zu leben. Heute schlägt ab, zu leben, während all diese anderen, yes, diese anderen Leder, von denen wir ein paar Beispiele hier so in der Hand, die bleiben am Tod und haben keine Hoffnung. Es dauert Rüte kommen. So verloren ihre letzte Hoffnung am Grof. Und obwohl all diese Menschen hoffnungslos am Grof geblieben sind, haben sie doch Millionen Notfallja mit sich getragen, die auch alle hingewiesen sind, in diesen hoffnungslosen Platz, wo keiner Rüte kommen kann, ohne den Schlüssel. Es ist auch der Leider selbst, nicht den Tod überwunderhaft, so war auch dieser Notfall, ja. Da ich den selben Staub herangehe, hoffnungslos am Grab zu hingehe. Aber wie, da wir Christus Notfall ja sind, Christus in den Notfall ja, wie sind da Jans hier, was mit arm Töp, Töpgang zu den Schlüssel kriegen. Es ist auch Christus, diesen letzten Feind, gewunderhaft, so war auch wie den letzten Feind gewonnen, den Tod. Wir sind überwinder vom Tod, so sagt Jesus, überwinder wir vom Tod. So in der Bibel, der wiest uns zwei Bedienungen, was das Abstohne von der Tod mit sich bringt. Ich will Ihnen diese zwei Bedienungen von der Wiese in der Schrift, in Christian Haffel, den ersten Bibeltext hier lest, wo das sagt, dass Christus ist aus Erster vom Tod abgestohne, du mit dem, was nur am, seine Notfall ja alle auch kriegt, so abstohne vom Tod. So erstens, kannst du ein Widerschalten. Erstens, wiest uns die Auferstehung, noch ein Widerschalten, wiest uns die, dort die Auferstehung, die wiest uns, wo die körperliche das körperliche Abstunde von der Gläubigen sein wird. 1. Korinther 15 mag man endlich ganz lesen, um dort zu bekennen, aber Titoller war wie bloß, das sind einen Deulen überkicken. So waren wie, du sagst, dass Christus ist der Erste. Heißt der Erstling, sagt eine andere Versatung, die Dietsche Versatung, ne? So waren wie von Erster rede, dann bedeutet dort ist der Anfang, und dort kriegt es der Anfang erst noch, dort war der Erholung gegeben worden. Zum Beispiel, waren wie, an einen Wadrane denke,
Christian, du kannst ja mal so erahnen. Wann, wie sei, du bist ein Wadran, ein Christian erst aus Irsta angekommen, dann denk wie du an, du warst nach Meierse angekommen, aus Heil angekommen erst. Dort wird Irsta haftet an sich, das ist der Anfang, du warst nach Meier passieren. Wann bloß Christian war dran, da wird wie sei Christian erst angekommen. Aber wann wie sei Christian erst aus Irsta angekommen, dann wollt wie du warst nach Meier kommen. Und das Erste, das wird eine besondere Bedeutung an diesem Text, wenn dort redet Eva, dort Christus der Anfang ist und dort kriegt es heu am Anfang, sie waren nach anderen gekommen, die waren dort selbst hier auch erleben. Auf der anderen Stelle, Kolosser 1, 18 sagt, dass auch dort Christus ist der Erstgeborene von den Toten. Heute erst als Erster hat er das Ziel von der Auferstehung erregt. So, das was der Tag hier aussehen will. So, ich habe uns vielleicht diese Frau ab. Na, was ist dann mit der anderen? Du wirst jedoch alle Ferien Menschen, die sind vom Tod abgeschoben. Lazarus, den weicht Jesus all von der Tod ab. Den Jüngling von Nein wird all abgeweicht. Elia im Alten Testament weicht all. Den Sehen von der eine früh ab und so wieder und so weiter. Was ist denn mit euch? Christus kann jedoch nicht der Erste sein. Dort Christus der Erste ist, der von der Dölle abgestohlen ist, dort sagt dort, die Auferstehungen, wo du vorher gewahrst sind, dort wir noch nicht dort, wovon hier der Rede ist. So, du sind auch Menschen vom Tod abgeweicht, bloß dort ist nicht die Auferstehung, was Christus hier von redet. So, die Auferstehung von Christus ist heute erlebt, erst der Erste. China ist so abgeschonen, Batur. Und das bedeutet, wörtlich hat diese verherrlichte Auferstehung, das Nia Charpa, mit dem Christus abgestunden, so erst nach China abgestunden. Lazarus stund ab, und wahrscheinlich erst er war er gestorben. Heute wie nicht verherrlicht, heute lebt nicht ewig wieder, so dass wir einmal ein Abweiche von diesem Schlup. Aber das wird nicht die Auferstehung, am das wird nicht jährt. Und so sagt der andere, die sind abgestohlen, tiefwies, aber war da gestorben. So ich habe nicht diesen verherrlichten himmlischen Körper, mit dem Jesus abstand, der für immer lebt. So Jesus ihn abstohlen, wird hier gejäft aus einem Abstohnungsmodell. So aus der Erste nu absteht, so waren all die anderen, die am Heran nur fallen, so waren die abschonen. Krieg so. Heißt der blöde Erste. Und nachher kommen die anderen. Das ist ein Auferstehungsmodell, wo seine nur fallen auch waren abschonen. Alle Gläubige. So, um abstohlen von Jesus, Kevinu seine. Will unsere Auferstehung sein, was an jenen Tag. Und diese verherrlichte Auferstehung, von der wir reden, die hat mir ganz besondere Eigenschaften, die ich mit jenen Tag mache. Erstens mal, dort Grauf wie ladig. Das ist eine Eigenschaft von dieser verherrlichten Auferstehung. Das ist nicht bloß eine jästliche Auferstehung in der Knöcke zu verfüllen, du. No. Dort Grauf von Jesus wir ladig. Dort Wort krieg so wie der Gläubige sein. Du wie nicht aus der Sache, was Jesus noch hat. Habt ihr leider Kleider und dort und dort nicht. Bloß der Sache, was von der Erde sind, bliebe du, aber sonst steht du in himmlischer Nia-Charpa ab. So, das, was wir ans Gläubige kriegt, so sein, wann die Entrückung von der Gläubige ist, kommt. So, und ich stelle mir so fair, dort wann es nicht passiert, die Gläubige sind mit einmal hastig aller wach, die leben hier auch die Dölge, dann stelle ich mir so fair, ich wollte dort nicht, aber ich stelle mir dort bloß so fair, ich stelle mir so fair, wenn ich von dir sein würde, dass ich treu bleibe, ich würde dort tun. Aber bestimmt wird dort, wenn die Entrückung gewahrt ist, da sind Menschen treu geblieben, die Hand dieser Bibel steht in die Hand. Ich stelle mir so fair, dass was seine Jewe die Worte sagen, das war ich nur gerufen. Ich stelle mir so fair, dass was Menschen jewe die Worte, in einem Kirchhof gehen, die Worte nur poltern.
Bei so einem Menschen, der so ganz genervt hat, am Glauben gelebt. Ich glaube, ich würde tun, wenn ich treu bleibe. Aber ich will nicht treu bleiben, dann gleich nicht. So, die waren noch gerufen gegangen. Und was waren die Fänge? Lade Gräber bei dir, was geraten wird. Du waren Lade Gräber seine Bütte, vielleicht nach einer Uhr, was er verstorben hat, vielleicht nach den Kleidern hat gelacht, so wird das fangen bei Jesus. Vielleicht noch eine Bibel, die nach dem Säugnen gelacht worden ist. Du waren die irdische Sache seine. Aber von Knirkes, von Eva-Reste von dem Mensch, nicht. Lade Gräber, wurde du seine. Bitte bei dir, die nicht an Christus gestorben sind. Die waren nicht abstunden, wenn es noch nicht da ist. Erste Eigenschaft, der Döde, das Grof, ist ladig. Zweite Eigenschaft von der Auferstehung ist, und das ist vielleicht eine Frau, die wie immer war der Hand, wo wir uns da tun im Himmel? Es ist echt das Verstehen, wo wir uns da tun. Wer uns da tun, der Jesus nur der Auferstehung. So, der wird für ihr Schwall in Gewässer blind, wenn sich das keiner verstellen kann. Maria, weil du ran beim Grauf, Jesus redet all die Ehren, so ich glaube, dass der Gordner und das und dort ein Jahr und so, und die sind einfach mit diesen Jünger, wo wir von der eine Geschichte von hier das, verher, nicht? Diese Jünger, die Emos-Jünger, die konnten das nicht verstehen, die werden so mit Blindheit geschlagen, aber mit einmal hastig weichte die ab. Maria zum Beispiel, so erkennt sogar die Stimme. Als Maria mal einmal, als Jesus mal einmal, so ihr redet es, wenn du den Garten erst, du hängst erst, dann sagt Jesus, Maria, aus der Stimme hier, dann weicht er ab. So der erkennt seine Stimme war da, aus der Emos-Jünger um der Schwere, der erkennt sogar diese Praktik war da, dass Jesus das Brötbrück verändert, so ich sage, der Nehlmühle sogar, der Körpermühle wird sogar erkennen, und der Jünger, nachher aus der Feste, der erkannte Jesus immer war da. Der erkannte Jesus immer war da. Der hat immer war da Begegnung und der zweifelte nicht. So, das gibt ein wahrer Erkannte von diesem neuen Auferstehungsleib. So, dann schauen manche immer war da auch die Frau. Na, was ist denn mit dir, wenn ich nie am Himmel sehe, ich soll mein Bruder oder mein Freund tun? Wird der Himmel da nicht für mein Lieder sein, wenn ich an, wo das verloren gegangen? Nein. Diese Familiebonde, das ist echt das Verstehen. Dei wurde abgelöst. Am Himmel sah wie nicht mehr aus Ehepaar, Monen, früh in dort sein Ansehkänger. Du sah wie eine Familie, alle an unserem himmlischen Vater. Und am Himmel wurde bloß dei Familie seine, dei hier aber ihr sich den Glauben von Jesus Christus entschlossen hat. So dort, wenn mein Freund verloren hat, dort im Himmel ist dort nicht mein Freund. Dort im Himmel habe ich auch keine Verbindung mit dem. Ich wollte die Jehid nicht hier haben. Die Jehid nicht zu mir. Mir trägt nichts mit dem gottlosen Mensch. Du sagst, wie alle Geschwister und ihr an unserem himmlischen Vater. Das ist uns nicht, wie endet in dieser familiebonde Leben. Uns ist es zwar schwer, das zu verstehen. Aber dann wird das sein merken. So, dort Gäften war der Erkannte, aber in einem ganz anderen Sinn als sonst. Und die nächste Eigenschaft, da wir hier sagen, Jesus wird nicht mehr an diese irdische, noch ein bisschen achten, an diese irdische menschliche Grenze faust, das wir dort von der ersten Tag sind. Sein Körper haben wir einmal durch, einmal wieder dort, haben wir nicht mehr an Rühm und Tiet gebungen. Sondern, erst sind die Jünger, haben ja eine verschlotene der, haben jetzt bloß durch. Die Grenze auf der Welt, auf dieser Erde, die Tränen am nicht mehr. So, heute bist du der durch. So, dort merkt vor uns keinen Sinn von der, aber der Auferstehungskörper, der hat nicht mehr diese irdische Grenze. Der geht irgendwo durch, der ist mal hier, damit einmal verschwingt Jesus, war auf der Emos-Jünger. Das war wach. Stellt sich Lothar erst, ob der andere steht. So, der muss nicht nach den 10 Kilometer gehen, wo der andere Jünger. So, das neue Körper ist nicht mehr gebunden und Rühm und Tiet. Eine andere interessante Sache bei diesem neuen Auferstehungskörper ist dort, wie denke ich, soll ich vielleicht, dort ist ein Geist. Nee, das ist nicht ein Geist. Dort ist ein geistlicher Körper, aber dort ist nicht ein Geist. So, aus der Jünger, der Typ sind, der Thomas, hat du diese Erfahrung, dass heute ich anfute will, dann sagt Jesus, komm mal her, fut mich mal an, was du gesagt hast. So, Jesus läuft sich anfute. Diesen neuen geistlichen Körper kann man anfoten.
Dort ist nicht mehr Fleischen blöd, das ist 1. Korinther 15 gesagt, aber dort es wird unfutbart. Und das neue Körper auch, der hat keine Necessität mehr, dass er essen und trinken muss. Aber der kann. So, ich habe eine steht, auch du an der alten Östergeschichte, ich hatte nicht alle nur gesagt, als Jesus sagte, hey, bring mir mal ein Fisch. Ich will ihn mal wissen, dass ich ein normaler Mensch sei. Dann hat er Fisch. Zum der wiese, hey, guck mal, ich sehe einen Mensch, ich sehe einen Jäst. Ein Jäst hat nicht Fisch. Ein Jäst kann man auch nicht antworten. So wies Jesus durch verschiedene Sachen, du mit so verstohlene Seele, was ist das neue Körper, den wir alle haben? So, das ist ein jästlicher Körper, unverweslich, wenn es, ich schon Korinther sagt, wenn es Fleisch und Blut kennen nicht, das regt Gottes Ohren. So, das macht es wird anders als Fleisch und Blut. So, das sind bloß ein paar von diesen Eigenschaften, von diesem neuen himmlischen Körper. Und du kannst nicht noch mal so begrenzt nachdenken. Aber wie war das verstanden an jenem Tag, wann wir ich mit dieser neuen Wohnung übertragen wurden? Und die Frau ist nur auch, wenn euch passiert diese Verwandlung vom Körper? Sind wir nicht all Futz bei Gott, wann wir sterben hier bei ihr? Oder wer ist das Ganze? So, diese Verwandlung, die passiert bei der Entrückung von den Gläubigen. Du sagst, dass der Dödes wurde zuerst abstohlen aus der Gräber und mit einem verwandelten Körper, man hat 1. Korinther 15 ganz lesen, das wird ein verwandelter Körper sein, das ist Jesus in der Wir. Das passiert bei der Entrückung. Die Leben, die danach sind, die waren auch eine hergehobene Jesus und die waren eine Luft auch so verwandelt, dass sie einen verherrlichten Körper haben. Und das war wie auch war da unter diesem Beispiel von Jesus. Jesus sagte dem Schächer am Kreuz, von der Ohren noch war wie im Paradies eine Taub. So, Jesus wie all Futz eine Jehnwut Gottes, obwohl sein Körper nach 3 Dauer dort am Grab lag. So, und das war da ein Bild. Und nachher, am dritten Tag, dann war da eine Vereinigung von Jesus in Jest in dem Körper, und er steht mit dem verherrlichten Körper ab. Und das ist das Bild von, was das ist. Wenn wir hier bei ihr sterben, ans Jäst, ans immaterieller Teil, der jetzt Futz und lebt in der Jehnwut Gottes, aber bei der Entrückung, jetzt war da diese Vereinigung von Körper und Jäst. Und du wirst, aber das ist nicht mehr das Ölkörper, der wird durch ein Wunder Gottes verwandelt in ein nie verherrlichter Körper. Keine Stände in der Knirkus, Meier, alles ist verwandelt worden. So, das ist das erste Bild, was uns gegeben wird über die Auferstehung. Das ist eine körperliche Verwandlung, ein körperliches Abstohlen mit einem verherrlichten Körper. Die zweite, welche Eigenschaft in diesem ist, was wie an Römer Saas fängt. Ich will mit Jünter Römer Saas lesen. Römer Saas von Verschfeuer Bad Rätchen, sagt das ist das. Wie wurde durch den Däupe mit einem Typ am Död begruft. Hier wird der Däupe erklärt, wird mit einem Död ungedocken und ein neuer Mensch kommt rüt. Wie wurde mit einem Typ am Död begruft? Dort so aus Christus, der den Vater seiner Herrlichkeit kann, vom Död abgeweicht worden, wie können an einem neuen Leben wandeln? Wann wir mit Christus sind eingeworden, durch seinen Död, aus heu Absicht neuem, wo wir sicher auch wann wir mit Christus sind eint geworden durch seinen Tod, aus heu Absicht neuem, wo wir sicher auch eint mit am Typ am Abstohne vom Tod sein. Wie weite, dort ans öler Mensch mit am Typ gekriegt ist, so dort mit unseren Sünden Körper in Einheit. Und wie du sind nicht mehr deine. Wie zwar gestorben ist, ist frei von Sünd. Wann wir nun mit Christus gestorben sind, glaube ich auch, dass wir mit einem Typ leben wollen. Wie wollte, dass Christus vom Tod abgestohlen nicht war der gestorben wird. Der Tod kann nicht länger ewig am Herrschen. Den Tod, den er starb, hat er nur einmal gelebt und damit ist er von der Sünde los. Das Leben aber,
dat hij nu leeft, leeft hij voor God. Jeroze hult junt door ver dat die voor de zond dood zijn. Ober aan Christus Jezus levendig voor God. Du weinst, lot de zond niet aan jünen stoflichen karper harschen, dat die niet deine matte, wo nur de zond gelastet het. Lot de zond keine glieder brücke, de eierachte kette deine. Jeft junt leuwer Gott han, aus Sünde, die vom Tod zum Leben gekommen sind, in Lot arm jüne Glieder Brücke der Gerechtigkeit zu deinen. Bot hier. So, dort gibt ein körperliches Abstoßen, das ist wie all sagen, und dort gibt eine geistliche Auferstehung, von der dort hier an diesem Tag dreht. Das geistliche Abstoßen ist die Verbedingung, für dort körperliche Abstoßen. Und das geistliche Abstoßen, dort passiert all hier ab dieser Erde. Das ist nicht was, was ich am Himmel passieren wird, für den Himmel passieren wird. Das passiert all nu. Und manche von jünd haben das all erlebt, das geistliche Abstoßen. So, solange aus wie nicht wahr geboren sind, haben wir bloß eine fleischliche sinnige Natur, die immer dort Beuse nicht das Böse trägt. So, wie waren gedreht von dieser fleischlichen Natur und leben getrennt von Gott durch die Sünde. Und wir sind aber wach verloren zu gehen für immer. Wir leben in Wirklichkeit, die Bibel redet viel von dem Gesatz, das ans Völkerfleisch, das wird schwierig merkt, aber wir leben, das ist die Bibel, das sagt, und ja, das Gesatz, und das Gesatz bringt unsere Sünde Natur und Licht. So, das bringt Grenzen, du mit einer Grenze übertreten, sichtbar wird, ne? So, das ist auch ganz paraguayische Gesatz. Wenn du nicht stehst, du sollst nicht dort merken, wie wir jedem Deutsch heute in China können, was sagen. Aber willst du stehst, du darfst nicht dort merken, wo ich schuldig, wenn ich dort merke. Dann kriegst du auch das biblische Gesatz. Das Gesatz, wir sind unserem Gesatz, solange wir nicht wahre Geburten sind, und das Gesatz lässt unsere Sünde verdächtigen, damit Gott sein deutes Urteil über uns sprechen kann. So, wenn ich ein Gesatz dort nur weiß, dass ich schuldig bin, dann kann Gott auch nicht mich schuldig sprechen, und dann kann Gott mir auch nicht raten, wenn ich nicht schuldig gesprochen war. So, das hat eine besonders schwäche Funktion. So, das Gesatz bringt meine Sünde und Licht, das bringt auch das deutes Urteil Gottes über mich, aber das merkt auch, dass ich ratbar war. So, wer das Gesetz nicht hält, sagt du, der macht sterben. Aber nun, während dieser Zeit, wo wir in unserem Gesetz leben, möchte Jesus Gottes sich nach und nach am uns, dass er uns will die Ehe aufmerken, über unsere Sünde, und auch über die Lösung, wie das Sündeproblem zu lösen wird. So, er wiest uns die Sünde, aber auch den Radar. So, und wenn der Sünder dann entscheidet, dass sein Leben mit Christus diesen Tisch zu merken, dass er seine Sünde in den Arm gibt und du für die Gerechtigkeit trainierst, dass Jesus mit seinen Worten verdient hat, nicht exalt, dann gibt es eine neue Geburt. Der Geist Gottes kommt an mich an und merkt mich geistlich lebendig. Und dann in dem Moment sehe ich abgestohlen. So, der Tod Jesu wird an dem Sünder, an seine Sünde teilgerechnet, meine Strophe wird an der Kreuz betont, und ich war frei von Schuld. Für Gott. Und ich war nicht bloß frei von Schuld, ich war auch befähigt vom Jesus Gottes zu ein neues Leben, wie wir das sagen, ein Auferstehungsleben. So, ich sehe all um Kreuz gestorben, halt er dann für Gott, an Christus, und ich sehe auch, war da mit Christus abgestohlen, zu ein neues Leben. So, ich sehe befähigt worden, zu ein neues geistliches Leben. So, das Gesetz, das hat so lange Macht über den Mensch, als er lebt. Kriegst du das paraguayische Gesetz? Das paraguayische Gesetz
es bloß verleben die Menschen. Wenn du einmal einer stirbt, dem geht keiner mehr hinein, beschuldigt, du hast das und das getan, du musst zum Gefängnis nehmen. Das Gesetz ist bloß verleben die Menschen. Und das biblische Gesetz kriegt sie. Bloß du, was leben, stunde unter diesem Gesetz. Wenn du einmal mit Christus gestorben dann sind die frei vom Gesetz. Du weißt, Christus betont die Schuld, was ich an dem Gesetz gemerkt habe, und dann war ich frei von Schuld. Ich sehe dort. Dort für die Sünde, dort für das eure Leben. Und ein neuer Mensch vom Geist Gottes abgeweicht, befähigt, um Gott zu dienen, steht ab zu neuem Leben. So, und wenn ich dort sehe, mit Christus habe gestorben, dann geht mich nicht mehr zu verurteilen. Ich sehe freie Sprache. Meine Strophe ist all vorbei. Der niegeborene Mensch ist frei vom Gesetz in seine Forderungen und genäut wieder diese Genot, die in Christus ist. Aus wadergeborene Kinder Gottes sehr wie fähig. Ich sage, wie ich sie in Sinn gefallen, ich kann nicht anders. Das stimmt nicht ganz. Dann habe ich nicht verstanden, wer wir in Christus sind, wenn es der aus wadergeborene Kinder Gottes, der den Jesus Gottes hat, war wie fähig gemerkt, um Welle Gottes zu leben. Und du weißt, war wie hier an diesem Tag so abgefordert. Hey, nu lebt doch an diesem neuen Leben. Weißt, wir sind befähigt, an das neue Leben zu leben. Du weißt, deutet nu auch. So, das erjagt sich, du weißt, nicht automatisch. So, die sündige Natur, die endlich für Gott all am Glauben so alt ist, gestorben, die gläuft dort noch gut, dass er dort ist. Die versiegt immer wieder an uns abzustunen und wieder Macht zu gewinnen an unserem Körper. Das ist in die Natur, die versiegt die Kontrolle zu gewinnen über uns Leben. Und wir sind abgefordert, uns nicht beherrschen zu lassen von dieser sündigen Natur. Und unsere Glieder nicht aus Gewehren von Eierrechtigkeit Hand zu geben. So, der größte Unterscheid nun von einem nicht wahrgeborenen zu einem wahrgeborenen ist in Wirklichkeit dieser. Die faire Wahrgeburt kann wie nicht anders als Sünde. Wie hat er bloß die Sünde Natur? Nur die Wahrgeburt, wo wie durch den Gott, Jesus Gottes zum Leben geräumt und wie sind fähig, Sünde, aber wir sind auch fähig, die Sünde zu stunde in den Reihen zu drehen. So, der wadergeborene Mensch, in 1. Johannes 5, 18 sagt, der wadergeborene Mensch, der hat keine Sünde. Wer geht dort? Sei wie nicht wie als Christus sind, Jörg noch? No, der wadergeborene nicht. Der wadergeborene Mensch, der hat keine Sünde. Der kann nicht mal Sünde. Der ist perfekt an Gott. Aber wann Christe doch sind, dann haft es Christ die öle Natur rümgejeft, dass er wahrer kann, was in sein Leben dünne. Das hat nicht die wahrgeborene Natur, die Sünde für dich bringen. Dann lot wie die öle Natur wahrer rümen in unserem Leben, wann wie aus Christe sind. Aber das ist nicht die wahrgeborene. So, die Sünde ist niemals eine Frucht von einem niegeborenen Mensch, immer von dem ölen Mensch. Das Ziel von unserem Glauben ist, Christus glück zu werden. Wie wollen Krieg so werden, als heu ist. Und vielleicht ist das, aber ihr so, uns jetzt das Lieder so erschlägt. So wie wollen nicht Lieder. Uns soll nichts passieren, uns soll das immer schein gehen. Das ist wirklich eine fleischliche Natur. Eine fleischliche Art zu denken, wenn Christus doch nicht so. Er hat auch diese Versicherung, dass er das Lied will in den Weg gehen, aber wie sollen uns an dieser Welt nicht wehren für unseren Glauben, für die Gerechtigkeit zu leiden? Wie sollen reut sein, die gleiche Lieder auch ab uns zu nehmen, durch Christus für uns durchmüht? Du möchtest wie auch seine Auferstehung mitmerken können.
Så vi försöker försöka amma den lägsten vaktgående. Vi väljer inte en lider. Vi går ner den lägsten vakt. Var amma lägstas? Dort är vi väljer nicht lider, dann weil wir leuwe Eierrechtigkeit dulden an seinem Leben. Christus wenigstens dort. Heu, wo leuwe lider, am der Gerechtigkeit welle, wenn's dort wie der wachne der Auferstehung. Der wach nur der Auferstehung as der Död. Die Frucht von der geistlichen Auferstehung in diesem Leben ist die körperliche Auferstehung. So, wenn wir in diesem Leben nicht weitergeboren sind, nicht abgestorben sind, nicht leben, dann haben wir auch keinen Zugang zu der körperlichen Auferstehung. So, in der Kampf mit unserem alten Mensch ist für uns so schwer. Und wenn die Christen sind, dann wollt ihr alle von was ich rede. Das ist so ein Schwurferke, wie man ans Fleisch liegt nicht. Das macht wie Zwänge, Ferke, zum Gehorsam. Und das hat Ferke so ein Wei. Wenn wir jere was wählen, was fleischlich ist, und wir sagen, nee, ich will das nicht tun, zu Gottes Ehe. Das ist ein großer Kampf. Und das ist dort, was Christ abgestohlen, zu nicht leben, tun. So ein Ferke in praktische Dinge wie sich dort rührt, weil wir Menschen sind. So, wenn wir jeder Lied aus dem Weg gehen, dann Ferke ist es so, wenn wir gereicht sind, zum Beispiel, wenn man mit Dokumenten arbeitet, wenn man hier in Durwort hat, wenn wir gereicht sind, Geld kosten soll, dann sind wir leider mit euch gereicht. Dann schmieren wir leider ein Neunja, wenn ich Lied mache. Wie gehen das Lied aus dem Weg? Wenn wir ein Auto verkaufen, dann wie will ich den ersten Preis haben? Dann sagen wir Leute nicht, dass der dort irgendwie noch ein Rasterplag hat, dass der dort noch was hat. Dann sagen wir das Leute nicht, wenn es dann wo wir Tiere kriegen. So, wie will ich nicht leiden, weil ich Tiere kriege, dann dürfen wir Leute nicht die Wahrheit sagen. Oder für die jungen Menschen, dann haben sie sich verläuft in irgendein Partner, der von fern an zu sein ist. Ich meine, ich kann das da nicht sein, aber der von fern an gottlos ist. Und die wollen so hier, und die sollen sogar Gotthaft dazu geführt, dass ich mich an dem verkrach. Und dann wollen sie Leute den ungehorsamen Weg gehen aus. Das Lieder ab sich nehmen, dass ich sage, Gott zu ihr, gehe ich nicht den Weg. Wenn es andere mir rot geht, ich soll einen anderen Weg gehen. So, wenn die Wahrheit sei, weidet, dann denkt Leute ein bisschen lieb. Wenn andere über mich spotten wollen, wenn sie für meinen Glauben reden, dann sieht Leute still. So wie haben diese Versicherung ständig, dass wir dort Lieder wollen aus dem Weg gehen, Jesus wie nächstes dort. Heute Leute Lieder, wenn es dort wieder wachnet auf Verstehung. So wer mit Christus abstohlen will, der soll gereut sein zu Lieder. So wie wollte nun nicht, wie lange wir noch waren in Frieden an seinem Glauben leben können, in dieser Zeit, in der wir leben. Aber wenn wir nicht mal in Friedenstide fähig sind, für unseren Glauben ans Tibetianer, wie war wir dort dann, wenn uns ihr schwer heranrannt, wenn im Glauben, wenn uns wer verfolgt? Soll wir nicht leuwa nü, wo noch so eine halbe Friedenstide ist, lehren am Glauben zu gehen, Früchte bringen, uns dort auch ruhig was kostet zu lassen, unseren Glauben zu leben? Das ist nü der Jelenet. Anders war wir dann auch nicht drü sein. Nüste Jelene Teufel. Aufschlüttend, weil ich, also das ist Titus, soll ich weil ich uns dort sage, was Paulus sagt, zu der Philippa in Kapitel 3, von 7 und wieder. Ich glaube, das, der Text ist ein bisschen länger. Da sagt Paulus, alles, was mir gewandt wird, dort habe ich am Christus sind halber am aus Draht, zu ziehen geheft. So, all die Sachen, was das öle Mensch vergeht heute, Macht, Ehe, Rektum, Ansehen, das all diese Sachen, die wird Fleisch zu sein und tragt, all das hat ich aus Draht angesehen, sagt Paulus. Du mit, ich ne die Auferstehung von der Däge kämpft, sagt Paulus. So Christus will ich kennenlernen in der Kraft von der Auferstehung, in der Gemeinschaft von seinen Lieder, will ich mich auch anehnen. Du mit, ich auch am Död, am Lieder, glückgestalt sie. Wenn es dann wollte, ich eine Auferstehung mit einem Glück sein.
Das wird Paulus in Termötjung sagt. Und dort steht, was ich uns von dir will sei. Weil wir lehren, aus Auferstandene, aus abgestohlene Tenier leben, zu leben, und dann, was es kostet. Dort sei es vielleicht, dass dort zu tun. Und das Wort, was jeden Tag Übung bringt. Weil wir von dir anfangen, du mit? Wer will von dir anfangen, du mit? Der kann von dir anfangen, von dir aus die nicht. Und wenn du irgendwer will, er sagt, ich fange von dir nie an, im Glauben zu gehen, ich fange von dir auch die Sachen zu tun, die ich wollte, sind reich, die wurde Gott gefallen. Und das wird mir aber was kosten. Ich will uns von dir, du zu ermöglichen. Das ist ein Kompromiss, das ist eine Entscheidung, nie zu merken. Vielleicht habe ich abstunden und bete du für. Danke vor dem Himmel, dass du hast alles vollbracht, was neidisch wird, dass wir können gerat worden. Du hast den höchsten Preis getolt, den wie schuldig wir zu tolen. Danke, Herr Jesus, dass wir nicht tolen brücken. Dort wie das Radungs, diese Freiheit von Sünd, von dieser Verurteilung, dort wie die umsonst kriegen, wie die bloß wollen. Herr, ich bitte für uns alle, die wir von dir auch hier sind. Dort wie wir von den wenigen Menschen sind, die in der Auferstehung von der Deutschen, was du auch kommen. Herr, der Kampf hat angefangen. Und ich bitte, Herr, dass wir lernen auch nun, unseren ölen Mensch, ans Fleisch, dort zu färken, der irdische Dinge, streift, dass wir lernen, das deutlich zu merken. Dass wir lernen, das zu unterdrücken. Und dass wir lernen, das an diesem neuen Mensch zu wandeln, der abgestohlen ist, zu nie leben. Ich bitte, dass wir nie gestärkt worden, Herr, durch einen Glauben zu wandeln und Frucht zu bringen. Und Herr, lehre uns, durch die Hölle, bottom ein, in deinen Namen zu bekennen, auch wann es was kostet. Das bete ich, Herr, für uns alle. Ich bete, dass jeder, der hier ist, von dir, diesen Kompromiss so nie kann nie merken. Danke, Herr Jesus, für das, was du in uns Leben dessen und wieder deine hast. Im Namen Jesus. Amen.